Wenn man das Brot richtig geil machen möchte, dass es schön knusprig und luftig wird, dann muss man das auf einem Brotbachstein backen. Dann tut man mit dem Ofen zusammen aufheizen, so etwa 3/4 Stunde. Und dann kann man das Brot direkt auf dem Backpapier oder sogar ohne Backpapier, je nachdem, direkt darauf abschieben. Und durch das wird das Brot luftiger und knuspriger. Kann ich es nicht einfach in den kalten Ofen rein tun, auf dem Blech? Ich habe das noch nie getestet, aber ich glaube nicht, dass das so besonders gut wird. Wir probieren es jetzt aus. Das ist genau das gleiche Brot wie das, was du hier hast. Genau, das Wattländer Kreuzbrot. Ich gehe direkt in den kalten Ofen, du tust es abschieben auf den Stein. Simon, sollen wir es doch einfach gerade mal reinschieben? Ich habe da schon etwas vorbereitet. Judith ist ein bisschen enttäuscht. Wieso? Ja, es ist einfach, der Unterschied ist zu wenig gross. Das ist das, was wir im nicht vorgeheizten Ofen gebacken haben. Das ist das Brot, das wir im vorgeheizten Ofen gebacken haben. Aber es gibt ja trotzdem Unterschiede und ich finde, die müssen wir jetzt schnell beleuchten. Also. So müsste das aussehen von der Farbe her. Das ist gleichmäßig schön dunkel, brünt, knusprig und kross. Und da bei dem ist es nicht so gleichmäßig, dann ist es noch viel weißer und heller. Es ist heller, ja. Und dann vor allem, was verreckt ist? Mmmh. Ah. So schnell das als Vergleich an. Während dem Aufheizen tut der Ofen unten viel, viel, viel stärker heizen. Und was ich auch das Gefühl habe, ist, dass das weniger gesprungen ist hier nachher, nach dem Backen. Ja, ja. Also das ist eine schön splittrige Oberfläche und die weniger. Das ist noch so ein bisschen weniger. He? Oh, der Geschmack, der Duft. Das ist schon besser. Das ja, das schmeckt halt verbrennt. Das kommt, ich schneide es mal an. Ich weiss nicht, ob ich das überhaupt esse. Unten würde ich jetzt auch nicht. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, ob ich es esse. Und als Untere geht das erst angefangen zu essen. Bevor du jetzt das isst, können wir die Krumen noch vergleichen. Mhm. Also von der Seite her sind wir ähnlich. Wow. Hey. Und jetzt mit dem Finger, welches ist welches? Das hier ist ohne Vorheizen, das hier ist mit Vorheizen. Ah, mit. Du machst so und ich mach so. Schmeckt man einen Unterschied? Mm. Ich denke, dass du nur die Krumen probierst. Mit Kruste ist immer geil. Obwohl jetzt hier ist sie etwas weicher. Viel knapp. Ich komme dir schon wieder nicht nach. Weil du so schnell isst, immer. Hast du gewusst, dass man mindestens 20 Mal kauen müsste, damit man sauber gekäut hat? Bist du ein fucking Franz Kafka oder was? Der hat immer 20 Mal gekäut. Nein, das sagt man so, damit deine Verdauung weniger zu tun hat. Die Verdauung fährt schon im Mula. Ja, das hat genau der Franz Kafka gesagt. Mhm. Und der ist mit 41 gestorben. Take this, bitches. Also, vergessen das, ihr müsst vorheizen, fertig. Das ist mein Fazit. Ja.